Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Walkthrough. Und hier seht ihr schon, was wir hier spielen. Ja, ich spiele Persona 5. Ich freue mich riesig darauf und freue mich auch riesig darauf, dass das möglich ist, von der PlayStation 4 zu spielen. Das habe ich einen guten Bekannten von einer Freundin von mir zu verdanken, denn der ist professioneller Videoschnittbearbeiter. Und der brauchte ein neues Gerät, um hochauflösende Videos abzugreifen oder zu restaurieren. Und da habe ich vor einer Weile mal mit ihm drüber gesprochen, was er da so macht. Und dann hatte mich die Freundin von mir kontaktiert, dass er das Gerät nicht mal braucht. Und gesagt, er wollte mir das schenken, was ich erst nicht annehmen wollte. Ich wollte ihm, wenn dann wollte ich ihm ein bisschen dafür geben, aber nee, er bestand darauf, es ist okay. Und ja, nach mehrmaligen Hin und Her habe ich dann gesagt, okay, wenn es dich so glücklich macht, dann nehme ich das Ding. Und das habe ich dann jetzt auch. Und ein absoluter No-Brainer für mich war es, dieses Spiel als erstes damit aufzunehmen. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen mal ein bisschen rumgeschaut, nur ganz kurz. Und da eine ganz gute Mischung aus kleinen Dateien und guter Qualität zu finden. Aber was soll's? Ja, Persona 5. Freue ich mich riesig drauf. Das war schon lange bei mir. Hatte ich schon irgendwie mal immer geplant, das zu spielen. Die einzige Möglichkeit wäre sonst gewesen, das auf der PS3 zu machen. Aber in SD ist das fast unmöglich, Texte zu lesen. Und das ist natürlich extrem scheiße, weil die SD-Auflösung einfach nicht gut ist. Da sind die Texte viel zu klein. Und ja, das müssen wir jetzt nicht. Das kann ich jetzt hier in Angriff nehmen. Also ich freue mich wahnsinnig darauf. Das ist mein absolutes Lieblings-JRPG, seitdem es letztes Jahr rausgekommen ist und ich es dann durchgespielt habe. Ja, das heißt natürlich, es wird eine lange Reise werden. Wahrscheinlich noch länger als Persona 4, gehe ich mal von aus. Ja, aber also man muss mir nicht den Arm umdrehen, dass ich diese Reise nochmal gerne antrete. Weil ich habe schon dieses Spiel gut über 500 Stunden gespielt, die Platin-Trophäe geholt. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock, das nochmal zu spielen. Und ja, dann würde ich sagen, das Intro haben wir hinter uns. Und dann starten wir mal das Spiel. Eine epische Reise wird beginnen. Oh ja. So, wollen wir mal kurz noch eben in die Option schauen. So, wir wollen Dialogoption an. Animation, Untertitel wollen wir auch. Horizontal, im Vertikal wollen wir invertieren. So, Helligkeit. Ja, können wir so lassen. Kamerageschwindigkeit ein bisschen schneller. So, und dann wäre es das auch. Ja, und dann würde ich sagen, können wir loslegen. Da oben steht ja schon, Let us start the game. Und dann auf geht's. This story is a work of fiction. Ah ja. Similarities between characters or events to persons living or dead in your world are purely Das coincidental. sagen sie alle immer. Reiner Zufall. Only those who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. Okay. Wenn ich also nicht zustimme, heißt das, ich sehe diese Charaktere als real an, aber wir stimmen zu. The contract has been sealed. The world is not as it should be. It's filled with distortion, and ruin can no longer be avoided. Those who oppose fate and desire change. From time to time, they were referred to as tricksters. Trickster. You are the trickster. Now is the time to rise against the abyss of distortion. Gegen den Abgrund der Verstörung der Gesellschaft. Okay. Klingt nach einer heftigen Bürde. Hübsches Städtchen. Sieht aus wie Las Vegas. Bitte das zu entschuldigen. Ich habe eine leichte Erkältung, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber nichts, dass es mir aus den Socken wirft. Ja,
zur Aufregung zu sagen. Agenten. Du siehst aus wie jemand, der etwas stehlen möchte. Und er hat auch wahrscheinlich was Wichtiges gestohlen. Sonst werden diese in Anzug gekleideten Leute wohl nicht hinter ihm her, oder? Naja. Gut, jetzt geh running! Das ist unsere einzige Chance! Stay calm. You can get away now. Unsere Komplizen. We'll retrieve the briefcase on our end. Who is that? Funk. Don't worry about us. Just concentrate on getting away. Na gut, also wir müssen hier irgendwie raus. Showing yourself above that crowd earlier was an excellent move. Nice work as always, Joker. This happens because you have no sense for aesthetics. Nobody asked you, Inari. There he is. Oh shit. Just run, get out of there. Ja. Das ist immer die beste Anweisung. Ja. Everyone remember where we're meeting up? No worries, I can guide you all. Das hoffe ich doch mal. Oh shit. Oh Gott. Take him down, Joker. Ja, gute alte Freunde schauen gerne mal wieder vorbei. Ja, ist schon ungewöhnlich, dass so ein Persona-Spiel mal direkt mit der Action startet. Ja, sind nicht mal 10 Minuten vergangen, schon sind wir in unserem ersten Kampf hier. Okay. Entschuldigung. Ihr seht ja auch schon dieses geniale Kampfinterface, wo alles direkt auf den Knopf zugewiesen ist. Und das ist für mich so der neue Standard eigentlich bei JRPGs. Ne? Nicht so ein lässiges Menü, wo wir den Cursor hin und her bewegen, sondern so alles direkt auf einem Knopfdruck. Also ich bin da tatsächlich auch so einer, der sagt, also alles, was heutzutage so etwas nicht kopiert, das macht einen ernsthaften Schritt rückwärts. Also wirklich mal ernst. Also das ist für mich echt so ein neuer Standard. Ne, davon abgesehen, wie dieses Spiel geradezu vor Style explodiert. Oh je. Ja, es wird Zeit, den Rückzug anzutreten. Na gut. Was haben wir denn verbrochen? Also, naja, sollst du in der Lage sein, von dort abzuhauen. Beeil dich. Come on, man. Dude, kann der uns überhaupt hören? Keine Sorge, ich habe alle Stimmen von euch. Geh einfach, Joker. Ich empfange alle Stimmen von euch vielmehr. So, wir haben hier eine schöne 3D-Kamera und ihr seht auch schon hier das Design dieser Welten. Also wir haben hier keine zufällig generierten Etagen mehr, sondern viel mehr Abwechslung hier drin. Zu schade. Oh. Da vorne, stopp! Das ist nicht gut. Versteck dich, Joker. Du wirst niemals davon kommen, wenn du nur kämpfst. Versteck dich in den Schatten und schleiche an ihnen vorbei, wenn du die Chance siehst. Oh yeah, Stealth! So anspruchsvoll wie bei Splinter Cell. Hey, bist du sicher, er ist hier reingekommen? Verstanden, ich werde die Suche fortsetzen. Ja, und da läuft er jetzt vorbei. Jetzt ist deine Chance. Lauf zu den Treppen. Dann machen wir das doch mal.
alone. Find them and kill them all. Töten. Oh Mann, das werden auch nicht weniger von denen, oder? Something wrong? The exit should be up ahead. You're there. That's just how it is. After that commotion, the bottom floor is completely closed off. Hey, can you make it? Over there! There's nowhere to run! See ya. Oh nein, der Hauptcharakter redet. Spoiler-Alarm. Vollmond ist, da muss man doch mal so einen Sprung wagen bei dem Licht, hä? Jetzt sollten wir aber schnell hier abhauen. Oh fuck. Enemies here? What's wrong? These readings. It can't be. What happened? An ambush? Joker, can you handle this? Joker! Oh no! Capture him! Let's go! Go, go, go! Oh Gott! So eine ganze Armee. Oh, Scheiße. Tu was. Oh, Gott. Ist da irgendein Wunder geschehen? Suspect secure. Oh. Didn't expect to find some kid. You have your teammate to thank for this. You were sold out. Oha. Hat uns doch einer unserer Freunde da über Funk verkauft? Suspect confirmed. Cuff it. Oh, großartig. Kein guter Start, oder? Oh Mann, die verschwenden echt keine Zeit. Guess the drug was too strong. Wake him up. Pumpen Kinder mit Drogen voll. No dozing off. You still don't get it, do you? Give it up! Come on, cooperate! What? You want another shot? Huh? What about the camera? Are you thinking it can be used as video evidence? Natürlich nicht, oder? Was meinst du damit? You still haven't figured it out? There are no laws here to protect criminals like you. Was ist mit meinem Anwalt? Obstruction of justice, blackmail, defamation, possession of weapons. Manslaughter too, yeah? Oh je. Talk about the works. Da haben wir aber ein schön dickes Vorstrafenregister. That all those crimes were led by a punk like this. And you seem to be enjoying every second of it. Huh? Ich hab es genossen. Alles ist so verschwommen. Ich kann mich nicht erinnern. Oh je, haben wir jetzt auch noch Amnesie? Naja, so, wir dürfen jetzt unseren Schwierigkeitsgrad aussuchen. Ich werde das wie bei Persona 4 machen. Ich werde das Ganze auf Easy spielen. Aus dem einfachen Grund, um nicht zu viel leveln zu müssen, damit wir mit dem Spielplan durchkommen, damit auch ich möglichst viel von dem ganzen Spiel zeigen kann, damit diese Paläste und Dungeons nicht zu lange dauern, die wir haben werden. Spoiler-Alarm. Deswegen werde ich es auf Easy spielen. Also, wenn ihr mich dafür beschimpfen wollt, dann nur immer her damit. Ich kann damit leben. Nach Folge 3 oder 4 guckt sowieso keiner mehr zu. You should know your place. Oh, wie freundlich. Sign here.
It's a confession under your name. Geständnis? Ja, fick dich ins Knie, Alter. Ich werde gar nichts unterschreiben ohne meinen Anwalt. I see. I need your hand to sign this, bud. I don't care if you end up losing a leg. Oh Gott. Ja, ich glaube, den sollten wir besser nicht an die Wand pissen. Don't expect to walk out of here in one piece. We are going to make you understand. One must take full responsibility for their actions. Das habe ich doch schon mal von wem anders aus der Reihe gehört. Naja, so wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, dürfen wir unseren Charakter jetzt benennen. So, da seht ihr auch das Menü und ähnlich wie bei Persona 4 werde ich ihm den Namen geben, den er aus den Anime und aus dem Manga hat, aber nein, ich werde ihn nicht ganz nehmen, also eigentlich heißt er Akira Kirusso, ich werde ihn einfach ein bisschen umnennen. Ich nenne ihn einfach mal Matsuya und da Akira cool klingt, auch ein sehr guter Film übrigens, gebe ich ihm dem einfach mal diesen Nachnamen. So, dann haben wir das Ganze auch geklärt. Matsuya Akira, das ist mein Name. I'm finished. Ja, ob ich das jetzt unterschreibe oder nicht, am Arsch sind wir anscheinend sowieso. Oh, hey, wer bist du? Excuse me, but this area is off. Wer bist du? I'm Nijima from the Public Prosecutor's Office. Staatsanwaltschaft. Na toll. Nijima. The Prosecutor's Office? What business do you have here? Just let me through. It's urgent. There's something I need to confirm with the suspect. Nijima-san, I believe this case is no longer in your jurisdiction. Zu dumm aber auch für dich, huh? Besides. You Prosecutor-san Nijima? There's a call from your director. Hurry and get it over with. To be frank, you're being an inconvenience. Die Anwälte. I thought I ordered you to stand by. Scheint ja sehr begeistert zu sein. I'm responsible for this case, yet I'm not even being allowed an interrogation. Das wird doch eher Folter als ein Verhör. I'm calling because I knew you'd bring it up. I will not be convinced unless I confirm it for myself. This is my case. My case. Good luck to you then. I won't be expecting much though. Also die ist wohl bei keinem sehr beliebt. Hat sie irgendwas ausgefressen? Prosecutor, I forgot to mention something important. Your time will be cut short. We can't permit you to talk with him for long. Auch das noch. Das ist vielleicht... Ist das gut oder schlecht für uns jetzt? Ich weiß es nicht. Noch nicht. It's for your own sake. His methods are unknown. After all, we don't even know if it's safe to simply meet and speak with him. Ah ja. I understand. Tust du das? Oh Gott. Hilft sie uns vielleicht? I didn't expect it'd be you. Ich habe mich auch nicht hier erwartet. You'll be answering my questions this time. Kennen sich anscheinend wohl schon länger, oder? Those bastards. Ja, Kinder mit Drogen vollpumpen, ne? Sieht die Staatsanwaltschaft gerne. Can you hear me? It seems you've been through a lot. Almost anything can happen here, and I can't stop them. That's why I need you to answer me honestly. I don't have much time either. What was your objective? Why did you cause such a major incident? I didn't think it was a prank from the get-go, but I couldn't assemble a case for prosecution. Tja, vielleicht ruhst du dich vorher noch etwas aus.
bevor du mit den großen Jungs spielst. It's because I couldn't figure out the method behind it. Tja, hat wohl jemand nicht seine Hausaufgaben gemacht. Natürlich konntest du das nicht. Klingt gut. True. Hab Bock, hier so ein bisschen ans Bein zu pinkeln. There's no way I could be convinced of such a world just by reading the reports. It seems you're coherent. Ach ja? When and where did you find out about that world?